Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, machen wir eine Zeitreise ins Jahr 2006. Der Gesetzentwurf zum Rohrleitungsgesetz wird einzig allein im federführenden Ausschuss für Wirtschaft, Mittelstand und Energie beraten. Ich zitiere aus dem Protokoll. Der Gesetzentwurf der Landesregierung, Drucksache 14909, wird ohne weitere Aussprache mit den Stimmen aller Fraktionen einstimmig verabschiedet. So geschehen am 8. Februar 2006 und in den zwei nachfolgenden Lesungen. Meine sehr geehrten Damen und Herren von den Grünen, erstens haben Sie im Ausschuss nicht einmal das Wort erhoben. Es gab keine Aussprache. Und zweitens haben Sie dem Gesetz auch noch zugestimmt. Keine Ablehnung, nicht einmal eine Enthaltung. Sie haben dort zugestimmt. Aber wieder einmal möchten die Grünen ihre Verantwortung nicht tragen. 2016 beschließen Sie, den Hambacher Forst abzuholzen. 2020 wollen Sie es rückgängig machen. 2006 beschließen Sie das Rohrleitungsgesetz. 2020 möchten Sie das Ganze rückgängig machen. Meine Damen und Herren, unsere Demokratie beruht auf dem Prinzip der Gewaltenteilung in Deutschland. Das Rohrleitungsgesetz wurde vom Gesetzgeber, also von Ihnen, beschlossen. Die Bürger haben dagegen geklagt. Das ist ein gutes Recht und Ihr gutes Recht. Nun haben wir aber nach mehreren Jahren endlich eine Gerichtsentscheidung bekommen. Und wir als Plenum haben diese Entscheidung des Gerichtes zu respektieren. Aber Sie, liebe Grünen, zeigen eine Respektlosigkeit vor der Demokratie, eine Respektlosigkeit vor den Gerichten, wenn Sie nun nachträglich die Entscheidung der Gerichte mit der Rücknahme des Gesetzes torpedieren wollen. Ihre Respektlosigkeit gefährdet zudem den Wirtschaftsstandort Deutschlands und hier speziell NRW. Es geht um 50.000 Arbeitsplätze im Chemiebereich dort, hochbezahlt, hochtechnologisch und zukunftsfähig. Arbeitsplätze, die wir für unsere Jugend brauchen und erhalten wollen. Und Kohlenmonoxid, also CO, ist ein wertvoller Rohstoff. CO brauchen Sie für Polycarbonat, das heißt zum Beispiel für die Herstellung von Autoscheinwerfern. CO brauchen Sie für TDI, das ist ein Stoff, den Sie brauchen für Matratzen, aber auch bei den Autos für, für den Innenstoff bei den Sitzbezügen. CO brauchen Sie für MDI, für den Dämmstoff an Ihren Häusern. Das heißt, an der gesamten Chemiebranche hängen weitere wichtige Branchen, bei uns zum Beispiel die Automobilbranche und die Baubranche, die Sie jetzt mit solchen Anträgen weiter kaputt machen wollen. CO ist ein wichtiger Rohstoff. Ein Rohstoff, der im Chemiepark in Dormagen als Nebenprodukt anfällt und kostengünstig über eine sichere Pipeline nach Uerdingen gelangen kann. Effizienter und damit ressourcenschonender geht es nicht. Aktuell wird das CO mit einer alten Koksofenanlage hergestellt. Und wenn die ausfällt, legt das auch die Produktion dort am Standort lahm. Und dann steht natürlich Currenta bzw. Bayer im internen Wettbewerb mit Antwerpen, aber natürlich auch im externen Wettbewerb. Und, liebe Grünen, woher kommt denn das Koks? Das kommt aus China. Und hier bietet sich jetzt eine ressourcenschonende Pipeline an, die Sie verhindern wollen, und das auch noch mit giftigen Worten. Mehrfach benutzen Sie in Ihrem Antrag das Wort Giftgas-Pipeline und schüren damit Ängste in der Bevölkerung, liebe Grünen. Wenn man Ihre Maßstäbe zugrunde legen würde, müsste man jeden Kamin, Holzkamin zu Hause verbieten, weil bei der Verbrennung von Holz natürlich auch giftige Abgase entstehen. Wenn man Ihre Maßstäbe zugrunde legen würde, dürfte hier kein Schiff mehr den Rhein runterfahren, weil auch dort natürlich giftige Abgase entstehen. Wenn man Ihre Maßstäbe zugrunde legen würde, würde man jedes E-Auto in Deutschland verbieten müssen, weil wenn so eine Batterie vom E-Auto brennt, dann entstehen natürlich giftige Abgase. Wenn man Ihre Maßstäbe, liebe Grünen, zugrunde legen würde, müsste man das hochmoderne Leben in Deutschland verbieten, weil wir jeden Tag auf irgendwelche Gifte stoßen. Sie schüren in Ihrem Sie schüren aber in Ihrem Antrag die Ängste und erreichen damit tatsächlich auch, dass die Leute Angst haben. Aber nur in Uerdingen, bei der Pipeline Dormagen-Leverkusen interessiert sich kein Bürger dafür. Und die Behörden und Gerichte haben Sicherheitsmaßnahmen verlangt, die Currenta übererfüllt hat. Die Anlage wird mit 14 Bar betrieben, ist für 100 Bar ausgelegt und wurde sogar mit 200 Bar getestet. Statt 80 cm tief liegt die bei 1,40 m in der Tiefe. Das heißt, wenn da mal ein Leck wäre, was nicht stattfinden wird, dann trifft es da die Wühlmaus oder den Maulwurf, aber auf jeden Fall nicht den Menschen. Denn alle paar Kilometer liegt dort eine Messstation, die dann messen wird, die dann hochsensibel misst, ob es dort irgendwo ein Leck geben könnte. Und wenn es das gibt, dann wird diese Leitung in der Stelle hinausgesaugt in beide Richtungen, sodass dann die entsprechend leer gepumpt wird. Und wie gesagt, es gibt doch bereits Erfahrung. Die Leitung zwischen Dormagen und Leverkusen liegt seit Jahrzehnten.
Erkennen Sie endlich die Realität an, liebe Grünen, statt Ängste zu schüren. Und man erkennt leider heute wieder, wer Industriepolitik haben möchte, ist bei den Grünen nicht gut aufgehoben, sondern kann sich nur noch an die AfD wenden, der einzigen Rechtsstaatspartei. Vielen Dank. Applaus